Und damit willkommen zur Demo von Pioneers of Pagonia. Wir haben drei Karten zur Auswahl. Und ich werde jetzt erstmal die erste spielen und die zweite und dritte folgt dann. Die vollen Worts findet ihr hier auf dem Kanal und ein komplettes Video, was alles zusammenfasst, auf dem Hauptkanal. Let's go. Ach ja, ich habe die, wo ist es? Hier, ich habe das UI-Scaling direkt auf 150% gestellt, weil ansonsten ist es, ich kann es kurz zeigen, nein, 100%? Also ich finde, das ist, ich finde 100% ist sehr klein, hier ist so viel Dead Space. Das ist einfach, ja, so ist, finde ich, viel angenehmer lesbar. Ich liebe Ladebalken, die nicht aussagekräftig sind. Okay, das ist... Darf ich rauszoomen? Ich darf reinzoomen. Aber das hier ist, soweit ich rauszoomen darf. Okay, Pfeiltasten und WASD geht mit der Kamera. Ah, jetzt kommt auch das... Okay, sie gehen direkt erstmal davon aus, dass man auf das Schiff klickt. Was jetzt nicht mal abwegig ist, aber... Okay, die Sachen überlappen sich noch ein bisschen. Karte drehen und kippen geht mit der Maus. Nee, warte. Ich muss... Ah, okay, wenn ich drücke, dann... Ja, verstehe. Okay, was haben wir hier alles? Baustellenträger, Träger, Planierer, Zimmer. Das sind einfach jetzt schon in der Demo mehr Berufe, als die neue Allianz je hatte. Nationen, die waren ja, glaube ich, für die Leute interessant, die außerhalb der Siedlung agieren. Ach, du hast 2,5, genau. Das sollen schon, warte, das hier sollen 11.000 Quadratmeter sein. Also, es gibt ein Cap in der Demo von 80.000 Quadratmetern, wobei das Startgebiet nicht zählt. Und von 100 Gebäuden, wobei auch ein paar Gebäude da nicht zu zählen. Für mich und die anderen Content Creator und Presseleute sind es 50% mehr in allen Belangen. Das sind aber halt wirklich nur softe Caps. Also, weil es sich irgendwann nicht mehr bauen kann, liegt es daran. So, wir sollen einen Deckerposten bauen. Nahe deiner Inlandsgrenze. Okay, und dann zwei Wachtürme. Okay, der Deckerposten ist also der Aussichtsturm und die Wachtürme sind ganz normal die Wachtürme. Dann haben wir, ja gut, Holzfäller, Steinbruch, Sägewerk, Steinmetz. Warte, es gibt Steinbruch und es gibt Steinmetz. Ich sehe nur keinen Förster. Aber ein Forsthaus gibt es, okay. Steinbruch, was ist der Unterschied? Du kriegst die Steinmühle, die macht Zement. Es gibt den Steinmetz. Ach, okay, der Steinmetz macht die Steine zu Grenzsteinen. Okay. Na gut, weil Grenzsteine ja produziert werden müssen. Okay, dann gibt es Sinn, dass das ein Grundgebäude ist. Was haben wir denn überhaupt hier alles? Das sind, okay, das sind Steine. Okay, verstehe. Dann, let's go. Wir machen mal, zwei Holzfäller. Können wir die, ja, wir können die drehen, genau. Ich weiß nämlich, ich glaube, der hier ist nämlich nicht so... Also wir brechen den Bau nochmal ab, dann drehen wir es nämlich nochmal. Ich fühle mich gerade ein bisschen erschlagen von der Nutzeroberfläche, aber gut, die dürfte auch noch nicht fertig sein. So, dann Forsthaus. Ja, ich würde nicht unbedingt an die Küste setzen wollen. So, das Sägewerk natürlich in der Nähe. Ich denke, wenn wir das so haben. Müssen wir aufpassen, weil ich glaube, es kann Staus auf den Straßen geben. Ich weiß also nicht, ob das so gut ist, was ich hier mache. Dann Steinbruch. Bauen mal einen davon hier und einen hier. Und da brauchen wir zwei Steinmetze, will er haben. Ja. Wo bauen wir die mal? Ja gut, das sind verarbeitende Gebäude. Ich würde sie vielleicht mal
die daneben neben das Sägewerk sitzen. Und hier haben wir schon keinen Platz mehr. Dann machen wir es so. Baustellen. Unterkunft von Bauarbeitenden, die hierher kommen, wenn sie einfach. Okay, wir können dann so entscheiden, wo die eilen sollen. Das Ding ist aber, es sind ja nicht. Moment, Bauarbeiter. Wir haben gerade gesehen, es gibt Baustellenträger. Wenn die dazu zählen, dann macht es natürlich Sinn, das Baustellencamp in der Nähe. Genau. Oh. Hey, das snappt sogar sehr schön. In der Nähe von den Sachen zu haben, die Baumaterial produzieren. Interessant. So, was macht ihr? Wer seid ihr? Okay, Planierer anscheinend. Ihr lauft anscheinend auch schon ohne Straßen. Verstehe. Pass auf, wir ziehen erstmal die Straßen und dann bauen wir die Türme. Wie ist das Schiff nochmal? Die Venture, okay. Okay, genau. Wege abreißen ist anscheinend relativ neu, das Feature. Ah, okay. Wenn es sich grün leuchtet, dann, Doch, das wollte ich doch so. So, und jetzt baut mal. Ja, zum stetigen letzten Weg. Hallo? Das ist doch der letzte Wegpunkt. Wieso darf ich den nicht anklicken? Spiel! Jetzt geht's. Warum auch immer. So, dann können wir uns ja während die bauen. Ich denke mal, Spielgeschwindigkeit gibt's noch nicht. Können wir uns schon mal angucken, was es gibt noch hier gibt. Ausrüstung und Ausbildung. Ich will erstmal Erkundung und Expansion. Wachturm. Und es gibt den Entdeckerposten. Moment, aber wo ist denn der der Entdeckerposten. Ah, okay, weil es hier so formuliert ist, habe ich gedacht, das ist der Aussichtsturm. Und ich habe mich schon gefragt, wo will man einen separaten Aussichtsturm in einem Spiel, wo es kein PvP gibt. Aber Entdeckerposten, ja. Ich würde sagen, den Entdeckerposten knallen wir mal irgendwo hier an den Strand. Vorausgesetzt, danke. So. Und dann zwei Wachtürme. Machen wir jetzt mal hier. Und, ja, kriegen wir den hier drüben überhaupt schön unter. So, Quizfrage. Können wir hier einen Weg hinbauen? Na, wenigstens das. Das können wir später noch alles optimieren, dass die Wege ein bisschen enger anliegen. So, schauen wir doch mal, wie das aussieht. Wie sehen die Bauanimationen hier aus? Okay, es ist ein bisschen wie ein Erbe der Könige, tatsächlich, dass das Gebäude aus dem Boden wächst, aber durch das Gerüst wird das ein bisschen kaschiert. Bevor sich jemand beschwert, dass ich jetzt gerade mit Erbe der Könige verglichen habe. Also, die Bauanimation war jetzt nicht das größte Problem von Erbe der Könige. So, hier sind, das sind zwei, es müssen 160 Steine sein. Das ist halt die Frage, was es für an unbegrenzten Steinvorkommen später gibt. So, du bist fertig. Du bist gleich auch fertig. Forsthaus ist gleich fertig. Kann ich den Arbeitsbereich vom Förster verändern? Ja, kann ich. Beautiful. Beziehungsweise ich kann seinen Fokuspunkt ändern. Also vermutlich, dass er dann hier anfängt und immer guckt, ob er hier in der Gegend pflanzen kann. Aber er kann theoretisch das gesamte Gebiet hier voll pflanzen. Falls unsere Holzfäller volllaufen würden, falls sie das können. Können die volllaufen? Gibt es da ein Limit? Auf jeden Fall können wir das Sägewerk schon mal einstellen, was es an Holzart. Okay, es kann. Aus Nadelholz macht es Nadelholzbalken und Feuerholz.
Okay, es kann aus beiden Feuerholz machen, verstehe. Was haben wir hier? Sein Fokuspunkt ist ganz gut da, wo es ist. Ich meine, es macht hier eigentlich keinen Unterschied, aber den Fokuspunkt machen wir mal dahin. Den, okay, die drei erkennt er nicht, weil... Oh, der ist ja süß. Der ist ja putzig. Aber hat immer noch mehr Steine als ein großer Stein in S4. Aber gut, wir sind, glaube ich, auf einer ganz anderen Skala. Gibt es noch irgendwas Interessantes hier? Sägewerkarbeiter haben wir alles schon. Rationen, Kohle, Grenzsteine. Ich frage mich jetzt nur, zählen die hier wirklich einzeln? Und gibt es Pioniere wie in Siedler 3 und 4? Weil, ne, Pioneers und so. Ich meine, Pioniere ist ja so ein bisschen der Sammelbegriff. Der Steinbruch hat wieder drei Minenarbeiter. Also, okay, Steinbrüche teilen sich Minenarbeiter. Wohnhäuser wurde als nächstes Ziel. Ja, das darüber können wir mal reden. Tun Wohnhäuser jetzt irgendwas Interessantes? Aber ein kleines Wohnhaus. Träger, die hier wohnen, werden sich fortpflanzen, wenn Genussmahlzeiten verfügbar sind. Proviantmacher. Marktbrunnen. Marktstände. Oh, das wird noch... Oh, das wird noch sehr lustig. Ich glaube, wir werden auch definitiv mehr Holz brauchen. Aber ich glaube, im Moment scheitert es eher daran, dass der... Das Ding ist, wie hoch ist die Produktion von denen? Also ich bin halt so 2, 2,5 Holzfäller pro Sägewerk gewohnt. Ein Sägewerk ist natürlich auf Dauer wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig. Aber im Moment... scheitert es auch weniger an den Stämmen und mehr an den Brettern. Aber ich glaube, das sieht auch so aus, als würden wir hier gleich noch ein paar Holzfäller setzen müssen. So, pass auf. Nahrung. Okay, hier ist das große Wohnen. Es sind anscheinend nur zwei Typen geplant, aber das reicht vermutlich auch. Es gibt eine Silbermine, es gibt eine Eisenmine, es gibt eine Kohlemine, es gibt eine Kupfermine. Ich bin gespannt, wo da die Unterscheidung bei Kupfer ist. Weil eigentlich so als Vorstufe zu Eisen würde Bronze sich ja eigentlich anbieten, aber dann bräuchte man natürlich auch Zinn. So die Schmelzhütte macht... Okay, aber die ist kombiniert. Es gibt die Weberei, es gibt die Münzprägerei. Sorry Ubisoft, aber wenn einfach schon eine fucking Demo mehr Gebäude hat als dein vollwertiges 60-Euro-Spiel, ja, dann ist das schon ein bisschen arm. Rüstungsschmiede. Was macht die Holzwerkstatt? Benötigt Seile. Und dann, ach okay, die macht Bögen, Holzspeere, Holzschild. Es gibt das Gildenhaus. Okay, da werden Arbeiter ausgebildet. Arkane Akademie. Okay, die Kunstschmiede fehlt noch und die Abenteurer-Gilde fehlt noch. Lager ist natürlich vielleicht mal ganz gut. Oh, kriegen wir das hier irgendwie reingequetscht? Pass auf, es macht ja, glaube ich, Sinn, Baumateriallager zu haben in der Nähe vom, hier, ne? Vom Baustellencamp. So, ich halte mich eigentlich überhaupt nicht an das hier, aber es ist okay. Wir brauchen ein Gildenhaus, wir brauchen Wohnhäuser. Sind die Wachtürme langsam mal fertig? 10 Wachen, einfach für einen Wachturm. Ah, und jetzt bringen sie auch hier die... Oh, what you see is what you get. Wir können sehen, wie viele Grenzsteine da sind. So, bringt das jetzt noch jemand an die Grenze oder erweitert die sich jetzt von selber? Wer bist du? Da arbeiten sie.
Ah, okay, aber so ein Grenzstein eignet sich auch schon für ein größeres Gebiet, verstehe. Alles klar, so funktioniert es also. Also es ist nicht mehr so instant, sondern es ist halt jetzt ein bisschen langwieriger. So, haben wir eine Fischerhütte? Weil Fischer würden ja eigentlich mal Sinn machen. Es gibt keine Fischerhütte. Oder? Bin ich jetzt blind? Hier ist ein schönes Meer. Ich könnte hier angeln. Es gibt keine Fischerhütte. Direkt erstmal refunden. So, ich habe nur nicht gerade so wenig Platz, sonst würde ich halt schon mal ein bisschen planen. Ach, guckt euch an, ich werde hier ein bisschen überwältigt. Er will noch ein Steinmetz haben. Also, einen für Grenzsteine. Hier. Warum willst du so viele davon? Da brauchen wir aber auch dafür noch ein Lager. Wir brauchen auch unbedingt hier nochmal einen Turm. Frage ist, kann ich den Turm später auch wieder abreißen? Oder verliere ich das Gebiet dann? So, das Lager soll... Wir brauchen einmal Stein. Wir brauchen einmal... Okay, Holz ist... Ah, okay. Okay, verstehe. Grenzstein, Werkstein, Kalkstein, Zement. Okay, erstmal habe ich nur den normalen Stein. Wie viel geht denn hier? Also, dass sich das hier so überlappt, ist nicht gut. Ah, okay, ich kann das auch noch anpassen, verstehe. So, und das andere waren, das war das andere Holz. So, wir brauchen aber auch definitiv was für Grenzsteine wahrscheinlich, als, für die Lager. Aber ich glaube, das können wir auch irgendwo hier beim Steinmetz hinsetzen. Beziehungsweise, warte, ich will, dass er die... Ah, okay, er macht auch die Werksteine zum Bauen, verstehe. Verstehe. Dann ergibt es natürlich Sinn, dass wir mehr davon haben wollen. Bauen wir einen hier und dann gucken wir nochmal gerade, wie es lagertechnisch aussieht. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, die Endprodukte zu lagern, als das, was davor alles gemacht wird. So, Lagerung. Hier und hier. Er will auch noch ein zweites Sägewerk und eine Holzwerkstatt. Die Frage ist halt, was ich jetzt hier nicht so gut erkennen kann. Okay, wenn das der Warenstapel ist, würde ich sagen, das Ding liegt voll. Warte, wir drehen es mal. Dann sollte der Laufweg ein bisschen kürzer sein. So, wir brauchen einen Brunnen. Aber ich glaube, der Brunnen... Wo war der? So, Wasser zum Kochen und für den Pflanzenanbau. Der Brunnen ist recht klein. Forbidden Sediment. Okay, also wir dürfen nicht den Brunnen am Strand bauen. Gut, das ergibt auch voll Sinn. Na, wir wollen ja Trinkwasser und kein Salzwasser. Ne, Siedler neue Allianzen, wo ich auf dem Gebirge einfach eine Getreidefarm bauen kann. So, hier ist es erlaubt. Da brauchen wir auch eigentlich was zum Lagern direkt, oder? Das kostet auch Seil. So, Frage ist... Ne, ich habe ja schon Siedler übrig. Also 329 habe ich. Träger. Aber ich habe nicht so wirklich Platz in Unterkünften. Das ist natürlich auf Dauer wahrscheinlich nicht gut.
Bevölkerung. Hier. So, drei kleine Wohn... Och, die sind ja wirklich süß. Die Frage ist, brauchen wir den Platz hier am Strand noch? So, du bist so ziemlich am Limit. Ich werde gerade ständig abgelenkt, aber das ist okay. Gründung, Expansion. Wir brauchen nochmal einen Wachturm. Am liebsten im Dauerabo. So, jetzt brauchen wir mal langsam wirklich was zum Wohnen. Hier. Ja, nur wo ist ein guter Platz? Sollen wir direkt mal ein paar mehr bauen? Also, es gibt den Marktbrunnen und es gibt den normalen Brunnen. Also ich denke mal, der Marktbrunnen wird dann wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe sein müssen. Beim normalen Brunnen macht es ja Sinn, wenn er dann irgendwo hier ist. So, pass auf, wir bauen mal gerade eine Sammlerhütte mit entsprechendem Einzugsgebiet. So, das quetschen wir einfach mal da rein. Und dein Fokuspunkt ist erstmal hier. Und dann brauchen wir nämlich hier noch Holzfäller und einen Sammler. So, hier oben geht's auch hin. Mensch, wir haben ja richtig Platz hier. Das Gebiet hier sieht nicht so mega fruchtbar aus, to be honest. Ne, ich will wissen, ob hier noch... Hallo, ich will wissen... Das ist wahrscheinlich kein Nadel... Das hier ist wahrscheinlich das Nadel, Leute. Ich will wissen, wie viel dieser Stein noch hat. Will das Spiel mir aber nicht sagen. Wie viel Gebiet kontrolliere ich schon? 20.000. Okay, das ist nicht mal so viel. Wir haben jetzt ein Sechstel von dem, was wir haben können. So, es gibt dich noch. Das heißt, du bist da beschäftigt. So, keine Ahnung, ob das irgendwie optimiert ist. So, wir gehen einmal hier rum. So, die Straße können wir bei Bedarf immer noch neu ziehen. Nur das geht nicht. Das geht auch nicht. Machen wir es so. Nicht schön, aber selten. Okay, das ist mal richtig einigermaßen schnell. Okay, hier kommt es zu Staus. Ich glaube, da müssen wir was tun. Wir müssen alternative Routen anbieten. So, Wegbau ist ja instant. Ja, warte. Die Frage ist, kriegen wir es hin, dass das einigermaßen gerade ist, sodass wir hier gleich noch ein paar Häuser hinbauen können, wenn wir wollen. Ich glaube, drei Häuser werden ein bisschen wenig sein. Jetzt. Nein, den nicht. Ich glaube, das sechste Haus könnte ein bisschen schwierig werden. Spiel. Na, ich möchte es doch einfach... Ich meine, ich finde es ja schön, dass du es so rotierst, aber... Okay, wir kriegen hier leider keine Straße mehr durch.
Ja, das habe ich nicht so ganz clever gebaut, würde ich sagen. Okay, braucht aber... Der Weg zum... Kriegen wir das hier gerade... Können wir ein bisschen tricksen, dass das... Hier... Und so. So, teilt ihr euch ein bisschen auf oder wollt ihr dann alle den kürzeren Weg gehen? Gut, es staut ja nicht, ne? Sie sind ja noch alle in Bewegung. Wir gucken uns gleich den Weg hier mal ein bisschen an. Ich glaube, wir haben die Straße hier ein bisschen überladen. Wer ist denn das hier alles? Die wollen alle hier hin. Okay, ich glaube, es ist nicht so günstig, dass die halt wirklich nicht hier rumgehen können. Aber viel wird es, denke ich, nicht ändern. Eine Jagdhütte wäre tatsächlich ganz sinnvoll. Die Frage ist, wo gibt es Tiere? Ich denke mal, irgendwo im Wald. Das heißt wahrscheinlich da. Und irgendwo hier wollen wir auch eine haben, wahrscheinlich. Okay, Grenzsteine kriegen wir. Ihr macht hier mal Platz. Hast du schon was gefunden? Steinpilze zumindest. Oh wow, wir sehen sogar die Schwangerschaft im Progress, aber wir haben leider keine Genussmahlzeiten. Die Frage ist, was braucht man für die Genussmahlzeiten? Es gab ja die für Proviant und es gab ja die zur Fortpflanzung, die ja ein bisschen ausgefallener waren. Okay, die Bäckerei braucht Zement, auch hölzerne Zahnräder für Windmühlen. Okay, dafür brauchen wir die Holzwerkstatt. Okay, hier hat es sich ein bisschen aufgelöst. Gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach so viele zu Venturer mussten. Aber ich glaube, der Weg da, den ich gebaut habe, ist sinnlos. Den machen wir, glaube ich, gleich wieder weg. So, wo ist die Holzwerkstatt? Bearbeitung. Es gibt die Weberei, es gibt die Münzprägerei. Holz und Stein. Nee, hier war ich schon. Berg. Bearbeitung? Hä? Ich habe sie doch vorhin schon gesehen. Hier. Ausrüstung und Ausbildung. Wieso ist die Holzwerk... Okay, weil sie Bögen herstellt. Ich hätte sie nämlich jetzt sonst eher hier bei Verarbeitung. Auch weil... Na, hier ist ja das Zahnrad. Und die Holzwerkstatt stellt Zahnräder her. Frage ist, wo haben wir Platz? Wie viel können wir hier reinpacken? 29 und 10 sind anscheinend schon beansprucht. Okay. 50? 50 scheint das Maximum zu sein. Wobei das auch nicht komplett voll aussieht, finde ich. So, wir brauchen einen Brunnen. Nicht zu verwechseln mit dem Siedler-Update. Brunnen. So, zum Kochen und für den Pflanzenanbau. Macht ja Sinn, das irgendwo hier zu haben. Ging es irgendwo... Ne, ging es auch nicht mehr hier reingequetscht. Pass auf. Da brauchen wir aber auch einen Marktbrunnen, oder? Muss in der Nähe einer Tabelle... Okay, der ist ja wirklich winzig.
Na, stimmt, die Nussmahlzeiten kamen aus der. Aus der Taverne. Das heißt, die brauchen wir auch möglichst bald. Pass auf, den Marktbrunnen stellen wir direkt daneben. Und dann können wir nämlich eine Straße ganz einfach so ziehen. Esstische, stimmt, die brauchen wir auch noch. Wie weit können die weg sein von der Taverne? So, den Proviantmacher. Macht ja Sinn, wenn der einigermaßen in der Nähe ist. Wobei, hier muss unter Umständen, wenn ich noch mehr Esstische haben will. Ja genau, da muss ich nämlich hier eine Straße hinsetzen können. Und dann ist nämlich hier schon wieder kein Platz für den Proviantmacher. So, das hier ist noch am Arbeiten, das hier ist auch noch am Arbeiten. Das hier sieht schön aus, als könnte man hier Leb oder so abbauen. Und hier ist richtig schön Platz für Getreidefarmen. Das für die Platten muss ich auch Platz einplanen, ne? Für die Felder. Flachs, Mais und Weizen. Ich meine, brauchen wir erstmal alles. Hier, Farmland muss ich selber platzieren. Und es braucht alles eine. Ja. Ja, und hier ist es schon wieder vorbei. So, hier ist angeblich noch eins frei, aber ich glaube, das passt nicht. Ah, das ist fies. Frage ist, wie viele von den Feldern kann es bedienen? Wollen wir das mal testen? Dann können wir nämlich sagen, klatschen wir einfach noch ein bisschen Farmland hier hin. Huch. Nee, du nicht. So, sehen wir ja alles gleich. Das sind jetzt 10 Stück. Okay, er stellt Genussmahlzeiten her und Stärkungsmahlzeiten. Okay, ich dachte, hier könnte man vielleicht ein Verhältnis einstellen. Kann nicht arbeiten, kein Personal. Aber Personal ist auf dem Weg. Sehr schön. Der Marktbrunnen ist auch soweit. Da muss aber anscheinend niemand dran arbeiten. Aber wir gucken uns das mal an. Ah, okay, ihm müssen wir sagen, dass er Sachen herstellen soll. Dann mach mal ein paar Zahnräder. Kein Gildenhaus verfügbar. Ah, okay, die arbeiten also alle nicht. Hier war das Gildenhaus. So, eine Gemüsefarm will er auch. Okay, wir haben so 15 Farmland. Ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen Sequence Breaking betrieben, weil wir die Getreidefarm zuerst gebaut haben.
Pass auf, wir brauchen auch mehr Platz. Kommt der Wachturm richtig schön hier oben. So, streiten die sich dann gleich um das Farmland? Ich habe ja jetzt Farmland gebaut, also wie viel haben wir? Sogar mehr, aber... Das war ja eigentlich, hatte ich nicht geplant, dass ich eine Getreidefarm baue. So, Steinbruch in der Nähe von Kalkstein. Was davon ist denn Kalkstein? Pass auf, wenn ich das Gebäude selektiert habe, zeigt er mir doch auch an, was er davon abbauen kann. Eisenerz. Finde ein Kalkstein vorkommen, einen dritten Steinbruch nach dem Vorkommen. Aber wo gab es denn hier Kalkstein? Also normalen Stein finde ich. Kupfer. Komm, schön, dass er Kupfer sagt und dann Kopper schreibt. Schön. Aber wo ist denn hier Kalkstein? Wie sieht denn Kalkstein aus? Spiel! Da ist Kalkstein. Hier drüben. Hier hinten. Pass auf, ich glaube, das Problem ist, ich kann nicht so richtig sehen, wie wir hier gleich Wege bauen können. Ansonsten würde ich nämlich eigentlich sagen, wir bauen schon mal den, hier, das Teil. Hier, die Steinmühle. Aber ich will erst sehen, wie, ich die Wege ziehen muss. Dann können wir das vorbereiten. Da ist auch noch Limestone. Sieht es grenzsteintechnisch aus? Tatsächlich recht stabil. So, hier kann ich keinen Weg durchziehen. Das ist zu viel Wald hier. Oh, er zieht aber direkt einen Weg. Sehr schön. Das Gildenhaus ist bald soweit. Ich will mal kurz mir das Sägewerk angucken. Ich will wissen, ist die Arbeitsanimation nur Show? Okay, jetzt abgelegt. Er hat jetzt ewig gewartet. Jetzt. Nee, sieht richtig aus. Sind das zwei Bretter? Oder sind das, ist das so die, nur grafisch, sind das, dass das zwei sind? Okay, zwei Bretter sind ein Brett. Klingt komisch, ist aber so. So, der Marktstand. Ach, warte, ich brauche noch Marktstände hier. Die beliefern nicht die Taverne direkt, sondern beliefern erst die Marktstände. Right. So, ich denke mal, sieben Tische sollten erstmal genügen. Okay, bei Marktständen rechnet er direkt schon mal mit sechs.
Dann machen wir es halt so. So. Das Ding ist, keiner die... Was brauchen wir überhaupt noch an Arbeitern? Okay, das sind, ich wollte schon sagen, die, die er für einzelne Gebäude braucht, sollte er sowieso eigentlich selber machen. Okay, und jetzt bringen sie nämlich auch die ganzen Werkzeuge hier hin aus der Venture. Ich wollte schon sagen, Werkzeuge haben wir nämlich an sich relativ viel. Na, jetzt hat er nämlich schon die minus 1, weil er jetzt einen Holzfäller ausgebildet hat. Sagt aber immer noch kein Personal anwesend. Ah, okay, ich sehe schon hellblau. Nee. Ich dachte kurz, ich hätte die Karte entschlüsselt. Das hier ist Stein und dieses, okay, auf der Karte erkennt man die Rohstoffe, wenn man weiß, welche Farben sie haben. Und dann haben wir natürlich hier, wo alles querbeet liegt. Okay, dein Arbeitsbereich ist nicht so riesig. Keine Kochzutaten verfügbar. Ja, das ändert sich hoffentlich bald. Wie sehen die Farmen aus? Die Farmen sind fertig, aber es ist kein Wasser verfügbar. Okay. Ihr braucht natürlich auch einen Brunnen bei euch in der Nähe. So, die brauchen, aber den anderen Brunnen, der ist okay, weil den brauchen sie auch zum Kochen. So, und dann machen wir hier den. Einer reicht hoffentlich für beide. Ich habe nicht so auf die Musik geachtet. Ich muss sagen, die ist durchaus schön. Ich habe das Gefühl, ich glaube, es sind wahrscheinlich einfach nur 3 oder 4 Demo-Tracks, die jetzt die ganze Zeit laufen. Fokuspunkt für Einnahme, okay. Gut, ich will alles. Personal unvollständig sammelt. Ich glaube, wir haben ein bisschen einen Siedlermangel. Kann das sein? Gut, Träger haben wir noch. Wenn Träger weiterhin das Mädchen für alles sind, was alles, alle Berufe annehmen kann, dann sieht es doch halbwegs gut aus. Okay, gut, wir haben jetzt hier natürlich ein bisschen Stau, was liegt einfach natürlich jetzt daran, dass sie die ganzen Sachen von der Venture rüberbringen. Sorry, du musst weichen. Können wir hier noch irgendwas optimieren? Das Ding ist, hier ist leider diese harte Küstenlinie. So, da musste ich einmal kurz die Post annehmen, aber in der Zwischenzeit konnten die Pagonia ein bisschen weiterarbeiten. Der ist fertig, die arbeiten hier auch schön, der ist auch fertig. Das ist alles Nadelholz hier. Ich müsste doch auch... Hä? Habe ich keinen... Ich muss auch Laubholz hier haben, also Stämme. Ich bin mal gespannt, ob wir auf den anderen Karten schon... Wie war es? Die Heimsuchung? Ob wir da schon Werwölfe sehen werden? Schatzkammer, so ein bisschen... Okay, das klingt ein bisschen tatsächlich nach Siedler 3. Also wie Kampfkraft da funktioniert hat. So,
Flachs, Mais, Farmland. Was hat er denn da gepflanzt? Weizen. Aber erscheint die kein Wasser zum Anbau verfügbar. Ja gut. Hat euch nicht davon abgehalten. Aber es sieht eher danach aus, als bräuchten die noch ein paar Felder Farmland mehr. Ja, also ich glaube, ich kann so 15 pro Farm einplanen. Ja. Kann man bestimmt auch zu Tode optimieren. Pass auf. Das ist auch nicht schön. So, die sind auch alle noch in Reichweite. Okay, wir können auch unseren Fokuspunkt hier setzen. So, wie lange brauchst du für einen Eimer Wasser? Was machst du da? Poliert sie gerade mit der bloßen Hand den Rand vom Brunnen? Herstellung im Gange, das sieht aber anders aus. Sieht eher aus, als würdest du noch den ganzen Staub ins Wasser rein, ne? Alles klar. Okay, ich glaube, da fehlt noch eine Animation. Also fände ich zumindest weird, wenn nicht, weil so detailverliebt wie diese Spiele normalerweise sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so der Plan ist. So, pass auf, wo packen wir noch die restlichen... Ich glaube, es macht fast am meisten Sinn... Nötig Wasser, verwelkt. Okay, wir haben nicht genug Wasser gesoffen, deshalb verwelkt die Scheiße jetzt. Okay, wenn du eh bald verwelkst, machen wir hier kurz Platz für einen Weg. Brauchst du jetzt das Spiel bitte nicht snappen. So, weil dann können wir nämlich hier noch ein bisschen Farmland einplanen. Du produzierst, glaube ich, schneller als die zwei brauchen. Kannst du? Okay, du hast keine Grenzsteine. Die kriegen noch Grenzsteine geliefert? Hier, der hat zum Beispiel 16 Grenzsteine, aber die sind ja jetzt überhaupt nicht mehr nötig. Kann ich die irgendwie wegnehmen? Hier, ich hatte noch zwei Lager gemacht. Ich habe sie nie eingestellt. So, jetzt hält erstmal das ganze Feuerholz los. Pass auf, Nadelholz und Laubholz. Was war denn das andere, was ich einlagern wollte? Gut, Zement macht wahrscheinlich später Sinn. Das ist natürlich nicht gut, wenn er natürlich die Grenzsteine überall dahin bringt, wo schon alles erschlossen ist.
glaube, so ein Wald richtig zu roden, ich glaube, das dauert auch seine Zeit. Pass auf, wir brauchen eine Militärakademie. Und wir brauchen 10 Speere in der Holzwerkstatt. Das können wir schon mal in Auftrag geben. Steinbruch in der Nähe von Kalkstein. Ja, dafür müssen wir erstmal Kalkstein in unseren Grenzen haben. Was kriegen wir das ganze Feuerholz jetzt irgendwie aus den Lagern raus? Guck mal die Marktstände an. Wir haben hier Fleisch. Hasenfleisch und Rehfleisch. Dann haben wir hier Mais. Okay, die haben alle noch nichts. Wir können sie auch selber einstellen, wenn wir wollen. Pilze. So, aber das sind, glaube ich, bis jetzt vor allem Stärkungsmahlzeiten, ne? Oh, wir haben ein Neugeborenes. Okay. Aber wir kriegen schon mal neue Pioniere. Das ist gut. Noch kein Proviant. Hä? Haben wir die nicht schon gebaut? Ich verliere ein bisschen den Überblick, weil gefühlt so viele Gebäude das eine ähnliche Funktion haben, aber halt dann doch eine andere. Pass auf, wir bauen den mal hier hin. So, die Weberei benötigt Silber. Wieso brauchst du Silber für Seile und für Stoffe? Okay, für Silber verstärkte Roben ergibt Sinn. Aber wenn wir dann macht es jetzt Sinn, wenn wir hier die Weberei hinsetzen. Genau, Silber verstärkte Roben und normale Roben machen sie dann auf Anfrage. Brunnen. Haben wir immer noch zu wenig? Gerade nichts zu tun auf den Feldern. Also das Spiel meint, ich sollte zu diesem Zeitpunkt 3 Brunnen haben. Dann brauchen wir aber eher noch hier einen, weil ich glaube, der Brunnen, den wir hier irgendwo haben, sollte eigentlich genügen, um das alles zu versorgen. Dann Militärakademie. Ich meine, wir können sie schon mal bauen. Es stört mich, wie viel Holz hier drin hängt. Not gonna lie. Die Frage ist, kriegen wir das Zeug irgendwie weg, ohne dass wir 10.000 Lager bauen müssen? Ich fände es toll, wenn wir das Lager irgendwie leeren könnten und die Rohstoffe einfach wegschmeißen. Was auch Feuerholz? Wo brauchen wir Feuerholz in der Regel? Also vor allem ja in der Taverne. Ich weiß gerade nicht, was noch alles Feuerholz benötigt. Das zeigt er mir hier auch nicht an. Interessant. So, Feuerholz. Aber sagt mir nicht, wie viel. Okay, wieso soll... Ganz ehrlich, wieso sollte ich die anderen Sachen nicht wissen wollen? Ach du Scheiße. Okay, das ist ein bisschen viel, ja. Ich komme nicht mit einer Straße hier hoch. Aber theoretisch könnte ich hier schon einen Steinbruch bauen.
Wir haben hier Kohle. Das ist natürlich... Und Kupfer. Sollen wir natürlich auch mitnehmen. Jetzt sag mir nur bitte, wie weit kommst du? Hier weiter auch nicht mehr, aber ich will jetzt nicht jetzt schon einen neuen Turm bauen. Wir haben Grenzsteine, aber das Ding ist, zählt ja die mit, die bei den hier, bei den Türmen liegen. Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Jetzt doch ist es ein sehr geringer Bestand, aber die dürften ja eigentlich keine mehr verbrauchen, weil es ist ja voll. Okay, der potenzielle Einzugsgebiet von einem Turm ist auch relativ groß. Also es hat ja zwei Ringe. Hätte ich vielleicht gar nicht so viele gebraucht. Wir haben Kohl, wir haben Mais, wir haben Flachs. Ne, langsam brauchen wir doch noch mal mehr Wohnhäuser. Es ist ja gut, dass ich von vornherein ein paar mehr gebaut habe. Kommt, Leute, wenn es schon keine Fischerhütten gibt, dann halt was mit Meerblick. Ich habe gehört, das ist eine tolle Lage. Wahrscheinlich ist es euch nur wieder zu weit weg von wichtigen Dingen wie der Taverne. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch deren Einzugsgebiet ist. Frage ist auch, müssen die alle im Einzugsgebiet sein? Weil es reicht es, wenn die hier Neugeborene produzieren und die einfach nur Unterkünfte sind? So, wir haben Eisenerz im Einzugsgebiet. Das sollte vielleicht schon mal holen. Stein, Kohle, Eisenerz. Warte, das gefällt mir straßentechnisch überhaupt nicht. Machen wir den hier. Sieht auch scheiße aus, aber was soll man sagen? So, die stellt Silber und Eisen her. Ich glaube, Silber haben wir vorhin noch... Ja, Silber haben wir auch hier gesehen. Das heißt, wir wollen die Schmelzhütte hier. Am besten direkt neben dem Wald. Da kann bestimmt nichts schief gehen. Münzprägerei. Steht Kupfer und Silbermünzen her. Ich denke, gebaut haben sollten wir sie vielleicht schon. Dann brauchen wir ja auch die Schatzkammer. Ach du Scheiße, ist die riesig. Ja. Wo bauen wir die denn mal? Dann brauchen wir nämlich die auch nicht hier. Oder wir kriegen sie hier reingequetscht. Oder auch nicht. So, ich habe gerade nicht das Gefühl, dass es an Werksteinen mangelt. Das heißt, wir lassen sie jetzt erstmal gerade nur Grenzsteine produzieren. So, ich habe doch vorhin hier irgendwo noch... Hier gab es noch Kohle. Kalkstein, Kupfer. Aber gab es da drüben auch Kupfer? Stein, Eisenerz, Kupfer gab es hier auch. Macht, glaube ich, mehr Sinn, das hier zu machen und dann hier irgendwo die Münzprägerei zu haben. Dann bauen wir nämlich nur die Schatzkammer hier drüben. So, die Münzprägerei. Ach, jetzt passt sie doch hier hin. Aber ich lasse mal hier ein bisschen Platz, glaube ich.
Wenn wir die kleine Kohle da wegbekämen, hätten wir vielleicht den Platz, den wir brauchen. So, ich will mir jetzt mal kurz den Arbeitsprozess mir hier angucken. Ändert der sich, wenn wir gleich wieder Werkstein produzieren? Aber wer hat ja den Stein hier liegen? Stein haben wir auch gar nicht mehr so viel. So, er nimmt den. Und er macht wieder zweimal Grenzsteine daraus. Okay, aber ich glaube, das dürfte der gleiche Prozess sein, oder? So, den müsst ihr jetzt noch zu Ende machen. So, er macht kurz Pause. Das war eine lange Pause gerade. Wer hat dir erlaubt, lange Pause zu machen? Hallo, ich will zeigen. Jetzt mach mal. Warte, wieso nehmen Sie die... Haben Sie gerade ernsthaft Steine hingebracht, weggenommen und dann wieder hingebracht? Okay, ja. Der Prozess ist der gleiche. Aber wäre vielleicht sonst auch ein bisschen exzessiv. So. Wir brauchen wieder mal eine Steinquelle. Aber hier gibt es ja auch welche. Also beim Kalkstein gibt es ja auch normalen Stein. Und Kohle. Acht kleine Wohnhäuser. Ja, ich habe es auf 12 erhöht. Bevölkerung erhöhen. Genau. Habe einen Marktbrunnen, eine Taverne mit Esstischen in der Nähe und platziere Wohnhäuser, um dann Pagonian sicheren Wohnhäuser. Dann wird sich deine Bevölkerung vergrößern. Ja, dann werden wir das Wunder des Lebens erleben. So, bitte sag mir, dass die Türme schon so schlau sind, dass wenn sie halt wirklich, ne, wenn da dieser Einzugsbereich, ach du Scheiße, da gehe ich ja echt. Kann ich theoretisch die einfach die halbe Map mit einem Turm erobern? Ist das eine Sache? Das ist mir nicht klar, es dauert wahrscheinlich ewig, weil die Laufwege ewig lang werden, aber es geht? Also ich glaube, ich hätte die Hälfte der Türme, die ich gebaut habe, einfach gar nicht bauen müssen. Ich hätte einfach nur gucken müssen, dass die immer genug Grenzsteine haben. So, die Schatzkammer wird noch gebaut. Die Schmelzhütte wartet auf Material. Du baust Kohle ab, du baust Eisen ab. Hier ist noch Stein. Den sollten wir uns holen. Ach, vor allem sind die ganzen kleinen Steine ja auch noch. So, haben wir noch irgendwo... Ja, hier halt, ne? Das ist alles noch nicht im Einzugsgebiet. Und halt hier drüben. Das Ding ist, sie gehen halt hier schon durch, aber ich kann keine Straße hier durchziehen. Und hier auch nicht. Mach mal kurz bitte Fokuspunkt für die Einnahme hier. Und ich glaube, das bist du, der das hier macht, ne? Mach mal bitte Fokuspunkt für die Einnahme hier. Und du... Mach's den Fokuspunkt hier bitte. Mal gucken, ob das hilft. Und eine Werkzeugschmiede. Die ist wahrscheinlich bei Ausrüstung.
So, warte, hier haben wir das, wir haben das Gildenhaus hier in der Nähe, ne? Das ist der Entdeckerposten, da ist das Gildenhaus. Da macht es ja auch Sinn, die Werkzeugspiele irgendwo hier zu haben. Ah, ja, das hier habe ich nicht gut gemacht. Waffenschmiede benötigen wir jetzt auch noch nicht unbedingt. Allerdings wird er mich wahrscheinlich später danach fragen. Rekrutiere Guards. Sehr schön. So, Steinbruch in der Nähe von Kalkstein bauen. Das ist jetzt ein Gebäude. So, ich darf aber hier noch keine... Nee, keine Chance. Überhaupt keine Chance. Kommen wir hier schon? Oh, das ist schmal und knapp, aber es geht. Warte. So. Dann haben wir hier Kohle und Kupfer. Das bauen wir natürlich auch. Ja, jetzt haben wir natürlich hier auch keinen Platz. Kupfer kann man mal direkt hier hinbauen. So, hier war doch vorhin noch Silber, genau hier drüben. Werkzeugschmiede, Waffenschmiede. Irgendwo hier drüben. So, Werksteine haben wir zum Glück noch genug. Das heißt, wir lassen erstmal noch weiter Grenzsteine produzieren. Ganz ehrlich, für Grenzsteine brauchen wir, glaube ich, gar kein Lager, weil die ganzen Wachtürme alle ihr eigenes Lager haben. So, das Ding ist, wie schicke ich jetzt die Entdecker auf Reise? Ich meine, ich kann einen Fokuspunkt setzen, ja. Einmal hierhin. Passiert hier jetzt was? Meine Proviant hat er ja. Gonalei, also die Steuerung weiß ich noch nicht, ob ich mit der so happy bin, weil ich glaube im Moment ist eher das Gefühl, einen Wachturm direkt zu bauen macht mehr Sinn. Das Gebiet brauchst du früher oder später irgendwas zu bauen halt. Manieren sind auf dem Weg. Gut, die Laufwege dürften jetzt wahrscheinlich ewig lang sein. Kann ich? Habe ich noch Schaufeln? Ich habe noch Schaufeln. Brauche ich die für irgendwas anderes? Weil dann machen wir nämlich schon mal 10 von allen. Und Baustellenträger brauchen nur Rucksäcke. Komm, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr in der Hinsicht. Also gerade Planierer. Ich stelle gerade fest, die Planierer sind auch alle Frauen. Okay. Ich finde es toll, dass sie den Weg hier hinfinden. Warte, wie ist er da hingekommen oder sie? So. Sieht nach einer Frau aus, glaube ich. Okay, sie ist jetzt einfach den ganzen Weg hier rumgelaufen. Verstehe. Ich dachte schon, geht er jetzt einfach hier. Oder sie geht jetzt einfach die Klippe hoch. Wäre für eine Demo ja jetzt noch nicht abwegig, dass das passieren könnte. Warum dringt ein Weg hier lang? Die Holzer sind definitiv zu lahm. Sie haben wahrscheinlich einfach keinen Platz, oder? Die sind komplett voll. Ich brauche irgendwas, um... Alle Bäume fällen. Alle Bäume fällen? Bitte? Alle.
Mach die Scheiße weg. Aber die Frage ist, kann ich mein Holz auch noch irgendwo sinnvoll investieren? Also außer vielleicht mit Zahnräder. Wo ist die Holzwerkstatt? Da. Holzstab, Jagdbogen. Dafür brauchen wir Seile. Laubholzbretter. Na gut, wir können mal ein paar Speere machen, wir können ein paar Fackeln machen. Einfach, das müssen wir schon mal auf Tasche haben. Das ganze Laubholz einfach schon mal wegkriegen. Frage ist, was machen wir mit dem Nadelholz? So, du bist der Förster. Ich glaube, Feuerholz benötigen wir nicht mehr. Auf absehbare Zeit. Okay, wir können... Also, sie sammeln Feuerholz und wir können Feuerholz aus normalem Holz machen lassen. So, ich glaube, grenzsteintechnisch sind wir langsam versorgt. Das Problem sind halt jetzt eher hier die Wege. Schmiede passt immer noch nicht hier hin. So, und du eroberst bitte mal das Zeug hier. So, Wachtürme besetzen. Machen können in der Militärakademie. Haben wir denn schon... Okay, normale Wachen brauchen nur ein Holzspeer. Das ist okay. Dann machen wir davon natürlich auch noch ein paar mehr. Wie sieht die Animation hier aus? So, was ich mich gerade frage, macht es bei den Steinmetzen Sinn? Macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Steinmetze habe und ich mache 2 für Werkstein und 2 für Grenzsteine? Wenn produktionstechnisch dürfte das ja eigentlich keinen Unterschied machen. Ob ich, selbst wenn ich dann sage, alle 4 machen beides, dann wechseln sie sich ja nur ab. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich dann eher für Transportroutenoptimierung, ne? So, dann brauchen wir nämlich auch schon mal was für Zement. Genau, wir brauchen die Steinmühle. So, wir reißen das Lager ab. Ich glaube, das hätten wir von Anfang an machen müssen. So, Wege, nein. Lagerung. Okay, praktischerweise blockieren Warenstapel nicht, ne, die blockieren das nicht. Das ist sehr gut. So, bitte alle Bäume fällen. So, wir haben Stoff und wir haben Seile. Pass auf, wir können die mal einlagern. Ich weiß nicht, ob wir sie in so rauen Mengen benötigen werden, aber wir tun es einfach.
Och, wenn das drunter. Zutaten pflanzlichen Ursprungs. Ich denke wahrscheinlich unter Naturprodukte. Ja, Seil. Und. Nein, nicht Mehl. Stoff. So. Okay, ihr arbeitet schön. Keine Straße. Okay, Farmland benötigt keine Straßenanbindung. Warte, Moment, Moment. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht, weil wenn ich mir hier das angucke. Das Ding hat ja eine Ausrichtung. Das Ding hat eine Ausrichtung, ne? Seht ihr? Deswegen habe ich gedacht, das braucht Straßen. Die Hälfte der Leute, die sich das anguckt, wird wahrscheinlich sich die Hände vom Kopf zusammengeschlagen haben. Auf der anderen Seite, es ist gerade die Vorabversion. Es hat noch keiner gespielt oder fast keiner. Okay, also hier, die gehen anscheinend auch zur Taverne. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Tische prall belegt sind. Was sind die S-Animations? Okay, ja, ziemlich basic. Aber ich finde, die Marktstände sind sehr schön. Not gonna lie, das erinnert mich so ein bisschen wie an Stronghold, wo der Kornspeicher ja dann richtig schön gefüllt war mit allen möglichen Lebensmitteln. Das sieht halt schon sehr cool aus. Nur, dass wir haben halt noch kein Brot, ne? Ja, die blieb voll, weil wir kein Brot, keine Mühle gebaut haben und keine... Ach stimmt, weil wir für... Ja, für die brauchen wir ja Zement. Ach du Scheiße, ist das Ding riesig. Ding ist ein bisschen groß. Jetzt bin ich nicht gewohnt, dass Mühlen so riesig sind. Aber wir können sie ja auch... macht ja Sinn. Ich rede mir das jetzt einfach ein, dass das Sinn macht, wenn wir sie einfach hier ein bisschen erhöht platzieren. Okay, das ist, ja. Nicht schön, aber selten. Ich hoffe nur, dass sich das mit den Marktständen dann auch löst. Dass sie dann auch das Brot annehmen und nicht sagen, hey, wir sind voll mit allem möglichen anderen Scheiß. So, die Stein... Habe ich die Steinmühle schon gebaut? Oder habe ich damit noch gewartet wegen... Nee, wir haben eine Steinmühle. Wo ist die denn? Ich bin es gewohnt, mit Rechtsklick dahin springen zu können. Aber wo ist sie? Weberei... Steinmühle, da. Sie wartet auf Material. Sie wartet aus Kalkstein. Okay, Schotter können wir anscheinend noch gar nicht machen. Wahrscheinlich ist das dann für die Steinstraßen gedacht. So, aber es sind auf jeden Fall Steine unterwegs. Das heißt, was anderes können wir mit dem Kalkstein auch noch gar nicht machen, richtig? Weil da macht es ja auch Sinn, da ein Lager einzurichten. Ein Zementlager haben wir, glaube ich, hier gehabt. Richtig. Aber einfach damit, weil sonst die Laufwege, glaube ich, ein bisschen uncool lang sind, machen wir einfach doch einen für das Ursprungsprodukt. So, hier gibt es auch noch Kohle. Ist theoretisch aber auch noch in dessen Einzugsbereich. Haben wir hier langsam mal ein bisschen mehr Platz? Nee, hier tut sich rein gar nichts. Warum nicht? Wieso tut sich hier nichts? Braucht ein bisschen lange für die ganzen Sachen. Aber wir können eine Waffenschmiede bauen. Wir sollten aber vielleicht mal kurz den Weg hier schon mal vorplanen. Wahrscheinlich passt jetzt die Waffenschmiede nicht mehr. Doch, sie passt.
Bronzeschwert. Okay, warte. Ernsthaft? Ihr sagt mir, das ist Kupfer. Ihr macht keinen Sinn als Rohstoff. Und dann sagt ihr mir hier einfach, ja, wir machen ein Bronzeschwert daraus. Also korrigiert nicht, wenn ich mich irre, aber so viel ich weiß, ist Bronzeherstellung normalerweise an einem Mangel von Zinn gescheitert. Da fände ich es ein bisschen weird zu sagen, ja, Zinn haben sie einfach in Unmengen hier auf der Venturer. Also da hätte man einfach sagen können, Kupferschwert. Und ein Degen muss aus Silber sein? Ach gut, wahrscheinlich wegen, stimmt, wahrscheinlich wegen Werwölfen und so, ne? Weil die ja für Silber anfällig sein dürften. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, wenn man das Setting mit einbezieht. Output-Stapel voll. Ja gut, wir haben auch noch keine... Wir hatten ja gehofft, dass wir hier ein bisschen Platz hinkriegen, aber ich glaube... Das Ding ist, ist das Rote der Grundriss, den er braucht, oder ist halt auch... Es muss auch der weiße Kreis frei sein. Ja, hier muss es... Ne, hier muss er nicht frei sein. Also muss er es hier hoffentlich auch nicht, aber es ist trotzdem eine sehr knappe Geschichte hier. Output-Stapel voll. Ja, wir machen mal... Ja, das Zeug muss weg. Komm, wir haben Platz hier. Wir haben Kohle, Eisen. Die Eisen ist nicht voll. Den lassen wir mal noch leer. Dann haben wir hier. Fällt das unter selten? Nein, es zählt nicht unter selten. Es ist unter Bergbau wahrscheinlich, ne? Da, Bergbau gibt's. Kohle. Und das andere ist Eisenerz auswerten. Wobei, warte, Eisenerz ist Blödsinn, wir haben eine Schmelzhütte. Das heißt, wir sollten direkt Eisenbarren einlagern. So, das andere nehmen wir dann gerade mal kurz für Kupfer. Doch, ich dachte schon, für Kupfer gibt es keine Option. Mensch der Bevölkerung. Haben wir geschafft. Ja, bauen eine Windmühle. Ja, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Weil die Steinmühle... Ja, langsam produziert sie. Langsam geht es los. Achso, die bringen den Kalkstein dahin. Ich dachte schon, hä? So, und da haben wir Zement. Das ist für die Verarbeitung vom Zement, also wenn wir dann die Gebäude bauen, finde ich gerade seltsam, dass wir dafür kein Wasser benötigen. Also ich weiß gerade nicht, ob es für Zement auch trockene Anwendungen gibt. Ich bin da kein Experte, aber ich fände es irgendwie lustig, wenn man dann auch den Brunnen für Baumaterial bräuchte. Und halt nicht nur für, ne? Für die Farmen und fürs Kochen. So, es ist kein Personal anwesend. Ja, wir haben keine Sachen, ne? Wir haben keine Äxte mehr. Okay, warte. Kupfer? Kupfer haben wir so? Warte. Also Kupfer muss nicht verarbeitet werden. So verstehe ich das richtig. Aber das sind alles Kupfersachen. Die Sachen sind gerade alle aus Kupfer. Moment, was ich jetzt gerade echt frage, so, wenn es von jedem Werkzeug eine Variante gibt, also da kommen hier einige Fragen, weil wie entscheide ich dann, welche er nehmen soll?
Und sind die Eisensachen dann auch wirklich besser, dass die dann halt wirklich produktiver sind? Weil ich glaube, es scheitert im Moment bei den Holzfällern mehr daran, dass die Stapel voll sind. Die wird gebaut, das scheitert halt echt daran, wie schnell... Ja, die ganz echt, die... Das ist viel zu wenig, was ich hier habe. Komm, bau mal noch eine Steinmühle hier. Was sagt die Holzwerkstatt? Die arbeitet sogar noch. Aber die kriegt nur das Laubholz weg. So, wir haben Holzspeere. Das heißt, wir können ein paar Wachen rekrutieren. Dann haben wir nämlich das hier auch. Ja, die Windmühle, wir haben die Waffenschmiede und wir brauchen einen Silbertagebau. Ja, dafür müssen wir aber erstmal... Leute, ihr müsst... Ich habe das hier als Fokus bestimmt vor 10 Minuten deklariert. Das kann doch nicht sein, dass ihr so ewig lange braucht. So, der hat jetzt auch den Fokus da drauf. Ihr habt auch 9 Grenzsteine. Wofür braucht ihr so lange? Hä? Das kann doch nicht sein. Aber ich habe das Gefühl, hier liefern sie nicht mehr so viel hin, oder? Ist das schon einigermaßen smart, wie die Priorisierung da läuft? Jetzt wünsche ich mich gerade so ein bisschen in Lysara Summit Kingdom zurück, dass wir hier so einen schönen Berglift bauen können. Gibt es noch was wir nicht gebaut haben, aus dem Silbertagebau? Die Münzprägerei, die wollten wir ja irgendwie da unterbringen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich denke mal, die bauen wir einfach hier. Wenigstens wird die Waffenschmiede schon mal gebaut. Bewohner verfügbar für Aufgaben. 133. Also von Siedlermangel kann, denke ich, nicht die Rede sein. Das Ding ist, mit dem Platz in den... Also die Wohnhäuser produzieren ja unabhängig davon, ob ich Platz habe. Also macht es einen Unterschied? Neugeborene pro Minute. Das ist aber auch eine sehr interessante Metrik. Durchschnittliche Qualität von Genussmahlzeiten. Ja gut, wir kriegen noch Brot dazu. Dann wird es hoffentlich ein bisschen besser. Ist das hier eine Zeitangabe oder ist das hier eine Angabe mit den Genussmahlzeiten? Dass das praktisch schneller hochgeht, je besser die Genussmahlzeiten sind. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ganz ehrlich, ich muss sagen, den Förster hätten wir nicht gebraucht. Wir hätten den Förster nicht bauen sollen. So viel Holz, wie es hier gibt. Das auf dich pausieren wir. Das bringt wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr, aber... Ah, okay, es hat dann noch eine schöne Fahne, dass man das immer schön sehen kann. Sehr gut. So, du hast keine Aufträge. Mach mal ein paar Äxte. So, jetzt wartet er auf Material. Hat er es jetzt erst angefordert oder was ist los? Ah, wir müssen noch Eisenbarren haben. Warte. Gibt es überhaupt schon Eisenwerkzeuge hier? Ich bin verwirrt. Aber ist das jetzt so? Ist das aktiv oder ist das aktiv? Jetzt. So, okay. Es muss dunkel sein, dann ist es aktiv. Und dann machen wir nämlich auch... warte, er fordert nur an? Wenn du... Das ist aber nicht gut. Als ob er nur anfordert, wenn man einen Auftrag gibt. So, wir brauchen noch eine Rüstungsschmiede. Wahrscheinlich können wir dann die Elitewachen bauen. Wo ist Ausrüstung?
Rüstungsschmiede, sondern so die Kunstschmiede, die Abenteurergilde, die Arkane Akademie. Och, müssen wir die auch noch bauen? Ja, hier habe ich ein bisschen Scheiße gebaut, glaube ich. Komme ich hier mit, okay, ich muss hier mit der Straße einmal rumkommen. Was machst du denn? What? Ich habe nicht gesagt, dass du einen Winkel schlagen sollst. So. Ja, und hier kommen sie natürlich nicht durch. Aber das ist okay. Hier ist hoffentlich eh nicht viel Verkehr. Komm, die Arkane Akademie. Okay. Ich bekomme hier gemischte Messages, weil die Arkane Akademie ist schon, sie hat schon ein Bild, aber hier steht Coming Soon. Also ich darf sie noch nicht bauen. So, Silbertagebau, endlich. Hat ja lang genug gedauert jetzt. So, die Windmühle ist fast fertig. Die Bäckerei... Oh, die Bäckerei hat noch kein einziges Stück Zement bekommen. Aber wir haben jetzt nur zwei Steinmühlen. Da sollte es hoffentlich ein bisschen schneller gehen. Okay. Das ist aber... Da waren sie ein bisschen sehr motiviert. Das sieht... Okay. Ja... Ich würde hier nicht mit einer Schubkarre hochrollen. Oder runter. Ich glaube, dann arbeitet die Schwerkraft auf einmal gegen dich. So, du bist fast fertig. So, pass auf. Er kriegt nämlich jetzt hier... Wieso liefern sie den Zement bis ins hinterste Eck? Ich habe sie doch richtig rumgebaut, oder? Warte, jetzt läuft der Zimmerer nochmal dahin, holt sich das nochmal und jetzt kann er erst bauen. Kann nicht arbeiten, Personal unvollständig. Sehr gut, jetzt bist du eh schon fertig, jetzt brauchst du auch keine Verstärkung mehr. So, da haben wir unsere Mühle. Ist ja so ein bisschen das schönste Gebäude bis jetzt, was ja auch in allen Trailern drin war. So, du hast keine Aufträge. Gut, Stäbe zu machen bringt ja auch nicht wirklich was. Silbertagebau muss erst noch gebaut werden. Also, machen wir noch zwei Zimmerer. Der Rucksack brauchte ja auch der Deckerpost, ne? Okay, not gonna lie, der Deckerpost hat schon eine Reichweite. So, schicken wir ihn mal in die Berge. Der liefert Proviant. Kann es sein, dass das UI auch einfach deshalb so Probleme hat, weil es auf 150% eingestellt wird und das überlappt sich alles? Sorry, 100% war einfach... Da hatte selbst ich Probleme, das zu lesen. Silbererz, ja, da kommt noch einer dazu. Ist alles unterwegs. Ich finde es interessant, dass die Tagebausachen, dass die nicht sehr komplex sind, was Baumaterial braucht. Die brauchen ja wirklich nur Stämme. Also für die brauche ich ja dann streng genommen nicht mal ein Sägewerk. So, Entdeckerposten. Wo läufst du lang? Du bist aber kein Entdecker, oder? Also wenn du ein Entdecker wärst, würde ich eigentlich erwarten, dass du eher so einen Proviantstock hast und dich das Zeug in den Händen trägst. Kann natürlich sein, dass es dafür noch keine separate Textur oder Animation für gibt.
So, die Rüstungsschmiede braucht noch ordentlich, okay, die Bäckerei ging jetzt noch ein bisschen schneller. So, die letzten Hammerschläge. Ich will die Bäckerei in Aktion sehen. Also wenn ich mir an die alten Siedlerteile zurückdenke, war die Bäckerei echt immer eine der besten Animationen, weil du halt wirklich gesehen hast, wie sie das Brot gebacken haben. Und dann haben sie das Brot von diesem, ne, von diesem Holzteil, womit du das reinschiebst. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Sie haben es dann da von runter geschoben und dann hat es auch gedampft. Das war einfach sehr satisfying immer. Bin gespannt, ob sie das hier auch hinbekommen haben. Auf jeden Fall ist sie schon mal direkt besetzt und sie kriegt auch direkt Lieferungen. Und sie eilen, indem sie ein bisschen hier fegen. Das ist auch sehr schön. Zumindest die eine, der Rest steht nur dekorativ rum. Das ist eine sehr realistische Arbeitsteilung. Was produziert? Okay, du hast Feuerholz. Stimmt, Feuerholz brauchen wir jetzt auch hier. Dann kriegen wir das Zeug auch endlich mal los. Wir haben viel zu viel von dem Zeug. So, wir wollen ein Brot backen. Danach können wir die Sachen wieder abreißen, theoretisch. So, die Schmelze. Wir brauchen noch eine zweite Schmelze. Moment, wir gehen hier gleich wieder zurück, aber wir geben mal kurz die Schmelze in Auftrag, wo auch immer sie ist. Die war bei Bergbau? Bergbau. Komm, ich sehe zwar noch nicht so richtig den Bedarf, weil wir nicht so eine großflächige Produktion haben, aber da wird das Brot gebacken. Oh, diesmal kneten sie es sogar richtig. Genau, schmeiß es hin. Zeig dem Brot, wer der Boss ist. So, und jetzt hol es raus, bevor es anbrennt. Wenn es jetzt noch ein kleines bisschen so sichtbar, so ganz transparent sichtbar dampfen würde, das wäre glaube ich, jetzt auch die Kirsche auf der Torte. Ja, genau. Es liegt nicht gut auf der Theke da. Legt es einfach auf den Boden. Das ist, ja, ne? Keine 3-Sekunden-Regel oder so. Und jetzt trägt das Ding einzeln. Nimm doch einen Korb! Nimm doch einfach einen Korb! Okay, wow, jetzt bin ich sehr weit rausgesungen. Was hat er denn jetzt alles hier noch in... Ach, du Scheiße. Ein richtig schöner Bergsee und es gibt keine Fischer. Was soll ich mit Wasser? Bitte, Envision, ich will Fischer und vor allem ich will Fischerboote. Also so ein riesiger See, da muss ein Fischerboot drauf. So, was fehlt uns noch? Uns fehlt auch die Rüstungsschmiede. Die dürfte jetzt aber auch langsam mal fertig sein, ne? Die braucht auch Zement. Wie sieht unser Zementlager aus? Mau. Also irgendwie, dafür, dass wir eigentlich nur einen haben, der uns hier Kalkstein bringt. Also die Produktionsverhältnisse finde ich noch nicht so ganz durchsichtig.
So, wie wär's, wenn wir einfach mal im... Er sagt halt immer noch, es ist der Kupfer, aber er soll ja eigentlich aus, Komm, mach einfach mal von allem ein bisschen was. Einfach, dass wir hier nicht eideln. So, wir haben schon ein paar Kupfermünzen. So, bestimmt sollen wir jetzt noch ein paar Elite-Wachen machen, oder? Die wollen ja dann, genau, die wollen eine Kettenrüstung und eine Eisenlanze. Das ist die Waffenschmiede. Macht auch mal 10 Lanzen. Und die darf dann schon mal 10 Kettenhemden machen. Ein Eisenschild brauchen wir aber erst für... Ah, okay, den brauchen wir für den Soldaten. Aber der will dafür nur ein Bronzeschwert haben. Okay. Ja, wir überfordern das Ding mal jetzt nicht. Nicht mit... Was heißt nicht mit Stra... Das Ding war die ganze Zeit nicht mit der Straße verbunden. Ihr habt das bestimmt gesehen und euch die Hände vor den Kopf geschlagen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Mühle ist einfach... wunderschön. Auch mit dem blauen Segel... Wundervoll. Okay, wir haben ja dezent Stau. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das Ding ist, wollen die alle hier... Die können nicht alle hier rein wollen, oder? Weil das dann... Was stört euch gerade? Okay, jetzt löst es sich... Warte, wieso könnt ihr jetzt die Sachen hier reinpacken? Der Lagerbestand dürfte doch eigentlich noch nicht voll gewesen sein. Aber die wollen, glaube ich, auch alle dahin, oder? Nee, nicht alle. Weil die wollen definitiv zur Schatzkammer. Ganz ehrlich, wenn Schotterwege drin sind, scheiß darauf, dass die schneller laufen. Die sollen sich einfach überholen können. Okay, hier darf ich nicht durch. Du kannst mir noch nicht auf der einen Seite sagen... Blockiert durch Straße, blockiert durch Gebäude. Du kannst mir nicht auf der einen Seite sagen, dass ich hier Gebäude bauen könnte. Und dann sagen, dass ich hier keine Straße durchziehen kann. So, jetzt läuft das hier. So, haben wir aber auch schon Brot, was jetzt hier hingeliefert wird. Kürbisse. Jede Menge Kürbisse, aber ich sehe jetzt noch nicht. Okay, Fleisch. Pass auf, wir machen mal kurz hier Waldprodukt. Nee. Gemüse, was war denn das? Steinpil... Hä? Wozu zählt denn Steinpilze? Steinpilze sind doch Waldprodukte. Hier. So, und dann machen wir dich zu Getreide. Genauer gesagt, hier. Bring das Brot hier hin. Ich will wissen, wie das Brot im Marktstand aussieht. Das ist jetzt ein Anliegen. Wir haben definitiv keinen Siedlermangel, aber es gibt halt auch keinen Cap, ne? Also die gehen immer weiter hoch. Wir haben gar nicht so viele Unterkünfte.
Und ohne große Wohnhäuser wird das, glaube ich, auch ein bisschen... Keine Ahnung, ein bisschen kacke alles. So, die Rüstungsschmiede ist fast fertig. Ich nehme an, dass wir dann, wie gesagt, gleich Rüstung machen sollen für Elitewachen. Fortgeschrittene Soldaten, einen. Einen einzigen. Okay, aber der braucht eine Kettenrüstung und der braucht ein Schild. Verstehe. Dann haben wir unseren eigenen Captain America. So. Der braucht ein Eisenschwert. So, dann machen wir das mal. Okay, ich wollte schon sagen, Eisen muss er doch haben, aber hat Silber. So, ich will mal kurz die Schmiede in Aktion sehen. Wartet auf Material, warum? Eisenschwert? Du hast Kohle, du hast Eisen, wieso wartest du auf Material? What? Du hast doch. Wartet er jetzt gerade drauf, dass ihm das Material wieder weggenommen wird? Und dann kann er es neu anfordern? Weil sie nehmen ihm ja gerade das Eisen weg. Aber warum? Silbermünzen einlagern, okay, das haben wir auch. Wir sind jetzt rich. Jetzt bringen sie nämlich die Kohle wieder hier hin. Aber er fordert auch kein Eisen an. Wieso fordert er es nicht an? Gut, dass die Silberbarren hier schon mal laufen. Dann machen wir den und du machst den. So, er findet auch gerade nicht 16. Reserviert 43. Aber wo hast du die reserviert? Wenn er hier hat eins hingebracht. Gucken wir uns mal hier das an. Personal auf dem Weg. Da kommen sie. Also es gibt... wo willst du hin? Okay, also Pathfinding ist noch ein bisschen weird. Alles klar, also wenn das mal kein Team-Effort ist... Von dem Animation muss ich ja dann anpassen, wenn es weniger als die drei sind, ne? Das sah aber irgendwie... Ich glaube, da fehlt noch eine Animation, oder? Ihr wartet jetzt irgendwo hier? Anstatt, dass ihr euch irgendwie hier auf die Treppe setzt oder so? Was ist mit der Waffenschmiede? Die wartet immer noch und hat immer noch nichts angefordert. Warum nicht? Wartet auf Material. Jetzt nehmt ihr schon wieder 6 Kohle weggenommen. Warum? Ich verstehe es nicht. Gucken wir uns mal kurz die Schmelze an. Die arbeitet ja wenigstens. Okay, aber ich glaube, das bringt nicht so viel, wenn man das Eisen direkt ins Wasser laufen lässt, oder? Ich glaube, dann kommt nicht so ein schön geformter Barren bei raus. Aber ich meine, wenigstens nehmen sie es mit einer Zange raus, nicht wie hier in Siedler 4 mit bloßen Händen oder mit Lederhandschuhen. Wobei ich meinen würde, wenn du es mit Wasser schon abkühlst und es dann auch fest geworden ist, dann kannst du es wahrscheinlich auch schon mit bloßen Händen anfassen.
Während sie es ja in Siedler 3 und 4 in der Luft abkühlen lassen. Aber wieso nimmt der denn jetzt nicht... Hä? Wartet auf Material. Ja, aber... Pass auf, du hast Eisen. Wo geht gerade überall Eisen hin? Also irgendwie habe ich das Gefühl, er fordert noch nicht alles an, was er anfordern müsste. Was reserviert denn das Eisen? Ah, ja, okay, ich verstehe. Er liefert das alles hier hin. Okay, und jetzt ist die UI natürlich auch zu groß. Deswegen kann ich jetzt nicht das Gebäude an sich pausieren. So, dann, ja, das war ein Fehler von mir, kein Wunder. Ist nichts mit gleichmäßiger Verteilung oder so. Ich werde nicht, dass die Werkzeugspiele eine hohe Priorität macht, macht irgendwo Sinn, weil wenn da denn dir ein Werkzeug fehlt, dann produzieren die auch andere Gebäude nicht, aber... So, jetzt sollte aber... Hier! Okay, er fordert auch nicht nur basierend auf seinen Aufträgen an, das ist gut. So, jetzt sind nämlich immer noch 14 reserviert, aber... Ja. Wie sieht die Münzprägerei aus? Okay, ich habe das Gefühl, der Teil der Animation ist aber wirklich nur Show. Und ich weiß nicht, ob die hier drei Leute brauchen. So, Waffenschmiede. Let's go. Okay, da kommen die. Warum ruhen die hier irgendwo in der Pampa, anstatt dass sie sich irgendwie, keine Ahnung, auf den Amboss setzen oder auf die Bank? Okay, auf den Amboss setzen ist echt nicht gut, weil wenn der umkippt, dann... könnte man sich den Fuß quetschen. Ja, es ist wichtig, dass man erstmal den Amboss mit der bloßen Hand poliert. Wir wollen ja keine Verunreinigung ins Metall. Okay, jetzt läuft er durch den Boden. Ja, Kollision ist, Kollision ist noch nicht ganz korrekt. Aber damit kann ich leben. Okay, ich glaube, diese Polieranimation ist einfach der Platzhalter für alles, was noch keine eigene Animation hat. Ich glaube, es ist gerade ein Schwert produziert worden und wir haben es einfach nicht gesehen. Ja, da ist es. Rüstungsschmiede? So. Dann produzieren wir hier gleich einen Elite-Soldaten. Oder fortgeschrittenen Soldaten. Kettenrüstung ist unterwegs. Das Schwert ist schon da. Und der Eisenschild ist auch schon da. Aber okay, er muss natürlich jetzt den ganzen Weg von der Rüstungsschmiede. Ja. Wege muss ich definitiv ein bisschen vernetzter ziehen. So, ich denke mal, dass du wahrscheinlich schon der Soldat, der Typ bist, der zum Soldaten werden will. Gibt es auch eine Trainingsanimation dann? Oder ist er dann einfach instant ein Badass? So, der will da hin und du.
Okay, er geht jetzt zu den einzelnen Lagern. Okay, die sind sogar. Okay, wir haben hier sogar ein bisschen What you see is what you get. Sehr schön. Und er geht zu jedem einzelnen hin. Hat gerade einen unsichtbaren Holzstapel gehalten und. Ah! Okay, das war die erste Map. Sehr nice. Ja, wie man sieht, der Early Access Launch ist am 13. Dezember. Und dann haben wir auch unsere neutralen Fraktionen und mehr Ziele. Gegner, okay, also haben wahrscheinlich die anderen Maps noch keine Gegner. Wir haben, kriegen die Heimsuchung wohl noch nicht. Ich bin gespannt, was die anderen Maps uns zu bieten haben werden. Weil das hier ist ja jetzt eine leichte Map ohne alles. Und die anderen zwei sollen wohl ein bisschen anspruchsvoller sein. Ich bin gespannt. Ja, wir sehen das dann in einem anderen Video. Bis dahin.